Als die Vertreter der FDP das Kanzleramt am Abend verlassen, wissen sie schon, die Ampel ist Geschichte. Seit 18 Uhr hatten SPD, Grüne und FDP noch ein letztes Mal versucht zu retten, was offenbar nicht mehr zu retten war. Offenbar gab es noch ein letztes Angebot von Scholz und Habeck an Lindner, doch dieser lehnt ab, die Ampel am Ende. Wie geht es nun weiter? Bundesminister Lindner wird vom Bundespräsidenten entlassen. In den verbleibenden Sitzungswochen des Bundestages bis Weihnachten werden wir alle Gesetzentwürfe zur Abstimmung stellen, die keinerlei Aufschub dulden. Dazu zählt der Ausgleich der kalten Progression, damit alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab dem 1. Januar mehr Netto vom Brutto haben. Gleich in der ersten Sitzungswoche des Bundestages im neuen Jahr werde ich dann die Vertrauensfrage stellen. Die Scholz-Rede eine einzige Abrechnung mit dem Finanzminister. Die anderen FDP-Kabinettsmitglieder bleiben vorerst im Amt, Stand jetzt. Seit Sonntag hatten Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Lindner verhandelt. Auch heute gab es noch mal zwei Treffen der sogenannten Dreierrunde. All das ohne Ergebnis. Wir wollen auch sagen, dass es nicht nötig gewesen wäre, dass der Abend so endet. Es ist nicht gelungen, den Haushalt, die Haushaltslücke zu schließen. Dabei waren Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Verschiedene Möglichkeiten waren auf dem Tisch. Und die größte wäre wahrscheinlich gewesen, der Ukraine weitere Unterstützung zu geben. Das wäre die richtige Antwort auf den Beginn des Tages, auf die Wahl von Donald Trump gewesen. Vor wenigen Minuten dann auch das Statement des jetzt nur noch FDP-Parteichefs. Die Vorschläge des Kanzlers seien matt, unambitioniert und leisten keinen Beitrag, um die grundlegende Wachstumsschwäche unseres Landes zu überwinden, damit wir unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherung und unsere ökologische Verantwortung erhalten können. Bleibt es bei den Plänen von Scholz, könnte es im März oder April eine vorgezogene Bundestagswahl geben.